Liebe Zuschauer, geht es Ihnen auch so, dass Sie überall tanzen könnten und Sie lieben es, zur Musik zu tanzen, egal wo, ob Sie joggen oder vielleicht draußen in der Natur sitzen, schön genüsslich das Essen genießen. Es gibt so viele Momente, wo man Musik einfach braucht und der liebe Kai hat etwas für uns mitgebracht, damit wir, egal wo wir sind, diese Musik genießen können. Genau so ist es, Jana. Liebe Zuschauer, Sie haben heute sicherlich alle ein Smartphone, normales Handy, einen MP3-Player und wenn Sie dann irgendwo sind und Sie wollen Musik hören, dann funktioniert das nicht, weil Sie haben keine Abspielmöglichkeit. Da haben wir jetzt was für Sie. Und zwar steht das hier, das ist nämlich unser süße, kleine, absolut schick aussehende Sounddock, wie man das heute normalerweise nennt. Kai, das sieht so traumhaft aus. Ich finde das richtig klasse. Es ist ein richtiges Hinguckerchen. Super edel, schön gemacht, hat auch 2x2 Watt Lautstärke, also Leistung. Das heißt, ich kann damit auch ganz passabel laut Musik hören und kann normale Räume beschallen. Was ich einfach toll finde, ist, gesetzt den Fall, Einsatzzweck. Ich bin nachmittags am Badeweiher, möchte ein bisschen Musik haben. Ich bin zum Beispiel, ich gehe abends gepflegt in die Badewanne, möchte ein Bad nehmen, habe leider im Bad aber kein normales Radio stehen. Dann nehme ich meine Dockingstation einfach mit, stelle die mir schön auf den Rand von der Badewanne oder dementsprechend da, wo ich sie haben möchte, pack meinen MP3-Player oder mein Smartphone mit drauf und kann sofort Musik hören, weil wir sind hier mit dem Gerät autark. Das funktioniert nämlich mit Batterie. Ja. Es wäre optional ein Netzteil mit dazu bestellbar, das können Sie sich immer noch entscheiden, aber hier ist es auf jeden Fall toll. Ich kann das wirklich hinnehmen, wo ich will. Und das ist toll. Mach mal bitte an. Ich möchte mal gerne den Sound hören. Aber gerne. Weil Musik ist ja so wichtig, dass... Oh, ist das gut. Und für 2x2 Watt, liebe Zuschauer, ist das schon eine ganze Menge an Leistung. Das reicht wirklich, um beim Picknick abends in der Badewanne, am Badeweiher. Ich weiß nicht, wo Sie sonst noch abends Ihre Zeit verbringen. Wenn Sie zum Beispiel, was auch nicht verkehrt ist, gesetzt den Fall, Sie haben jetzt einen kleinen Schrebergarten. Da haben Sie keine Musik, dann nehmen Sie doch einfach das Ding mit. Das ist doch ganz einfach. Die stellen Sie sich irgendwo im Schrebergarten auf und haben einfach, wenn Sie Rosen pflanzen, wenn Sie im Garten arbeiten, haben Sie jederzeit Musik mit dabei. Und das ist eben das Tolle, weil wir eben hier ein Universalkabel, ein 3,5er Klinkekabel haben, wo ich jedes handelsübliche Handy mit anschließen kann, was einen Kopfhörerausgang hat. Also das bedeutet, liebe Zuschauer, jedes Smartphone passt da rein quasi. So ist und es. Sie brauchen einfach nur einen Kopfhöreranschluss, wie wir das hier haben, richtig? Genau, diesen 3,5er Klinkeanschluss. Genau, und dann der 3,5er Klinkeanschluss. Habe ich Musik. So super. Einfach ist das. Schön ist wirklich, dass es batteriebetrieben ist. Es hat auch, ich finde es schön, durch diese Rauchglasoptik hier vorne, finde ich das einfach ganz toll, weil das wirklich absolut edel aussieht. Die beiden Zylinder mit dabei, wir haben zwei kleine Breitbandlautsprecher mit drin und das Ding klingt wirklich fulminant. Ich habe vorne, jetzt kippe ich das mal ein bisschen, ganz einfach zur Bedienung meinen An-Aus-Knopf mit einer blauen Funktionsanzeige mit dabei. Genau, da haben wir den blauen leuchtenden Knopf und daneben ist On-Off. Auf der anderen Seite haben wir dann letztendlich noch unseren Lautstärkeregler, so wie wir ihn brauchen, damit ich das auch einstellen kann von der Lautstärke. Man will ja im Schrebergarten seinen Nachbarn vielleicht manchmal auch nicht stören. Ja. Und insofern habe ich ein komplettes System in einer richtig schönen Klavierlackoptik, sieht super edel aus und benötigt 4 Batterien, liebe Zuschauer, das ist wirklich nicht viel. Und ein Anschluss, wie gesagt, für ein Netzteil wäre vorhanden, das können Sie sich mit dazu bestellen. Aber ich finde einfach, dass es super schick ist und für die Größe auch, und das mache ich jetzt nochmal laut, auch also richtig gut klingt. Es super edel und schick. In der Vitrine, egal wo man ist, es macht sich wirklich hervorragend. Und der Sound ist so gut. Es sieht nicht nur klasse aus, sondern es hört sich auch noch fantastisch an, liebe Zuschauer. Sie hören Sie es. Was? Genau. Ja, wir dancen erstmal ab. Nein, aber es ist wirklich ein traumhaftes Gerät. Es gefällt mir richtig gut. Und gerade wo man die ganze Musik auf dem Smartphone gespeichert hat, die man ja so liebt, die man täglich am liebsten hören möchte, egal ob man im Badezimmer ist, in der Küche, man kocht was Leckeres oder man sitzt vielleicht im Büro oder möchte abends schön einschlafen. Ich merke, Kai, du gehst schon richtig ab. Dir gefällt das gut, ne? Ja. So. Also das ist echt eine klasse Geschichte und auch wie du schon gesagt hast, man kann es ja auch mit nach draußen nehmen, picknicken, genau. Man kann vielleicht am See sitzen, die Sonne genießen, schön braun werden. Das zum Beispiel auch und dabei eben seine Lieblingsmusik dabei haben. Jana, genau, Sie sehen auch, liebe Zuschauer, es ist völlig leicht, man kann das ganz leicht transportieren. Irgendeine kleine Tüte oder irgendwas, was Sie mit dabei haben, passt das immer mit rein und insofern habe ich eben den riesen Vorteil, ich bin völlig autark und mache meine Musik. Tja. Es sieht richtig hübsch aus. Übrigens, Kai, liebe Zuschauer, ganz überraschend bei uns, für den Preis kriegen Sie sonst nirgendwo zu der Qualität. Wollte ich nur mal kurz zwischendrin sagen. Ja, Kai, du hast vollkommen recht, es ist super, super günstig. Ich denke jetzt auch gerade so an einen wunderschönen Sommertag. Man sitzt mit ganz vielen Freunden beisammen
und es ist, jeder quatscht irgendwie umher, aber alle hätten eigentlich Lust zu tanzen und mal richtig, ja, die Sau raushängen zu lassen. Und da würde es doch richtig gut passen, wenn man da das Musikschächtelchen rausholt. Also eins muss man sagen, Jana, eine Disco ersetzt es natürlich nicht. Nein. Ja? Aber Tatsache ist auf jeden Fall, dass ich man hört es ja auch von der Lautstärke her, dass ich bis zum gewissen Maß eigentlich schöne Hintergrundmusik habe. Ja. Das bedeutet also wirklich, wenn ich jetzt abends gemütlich beim Lagerfeuer zum Beispiel sitze und ich sage, ich möchte noch ein bisschen Musik nebenher laufen haben, wenn sie das nah genug dran haben, haben sie einfach richtig schön im Hintergrund Musik mit dabei. Ja, richtig. Oder auf einer Geburtstagsfeier vielleicht im Hintergrund so ein bisschen spielen lassen, wie du gesagt hast, beim Abendessen. Da gibt es ja ganz, ganz viele verschiedene Möglichkeiten. Was hörst du gerne für Musik? Auch alles querbeet. Also das fängt bei Klassik an, über Jazz, so ein bisschen Funk, so der Style 70er, 80er Jahre. Sehr viel 80er Jahre Musik auch, weil das natürlich genau meine Zeit war. Ja. Aber also zum Großteil auch Klassik mit dabei. Können Sie übrigens auch ganz gut mit dem hören, muss man dazu sagen. Ja, weil viele kleine Soundtracks können eben Klassik auch nicht so gut wiedergeben. Und wir haben hier einen recht ausgeglichenen Sound für die Größe. Und deswegen macht das auch Spaß. Aber Kai, du hast eben noch ein Gerät für uns mitgebracht, richtig? Ja, ich gehe mal davon aus. Liebe Zuschauer, jetzt habe ich noch was mitgebracht und um Ihnen mal zu zeigen, wie klein und portabel es ist, ziehe ich das mal ganz kurz hier ganz locker aus meiner Westentasche raus. Und zwar ist das jetzt ein Aktivlautsprecher, der noch ein paar mehr Gimmicks hat als unsere kleine Soundtalk, weil der ist noch portabler an sich. Und nicht nur, dass ich den auch überall mit hinnehmen kann, an jeden handüblichen PC anschließen kann, ich kann es an jedes Handy anschließen. Nein, wir haben noch ein paar Zusatzfunktionen mehr. Ja, erzähl mal, was gibt's bedeutet, da noch mehr? Jetzt drehe ich einfach mal dieses schicke kleine Gerät mal nach so und wir gehen mal mit der Kamera drauf. Sie sehen es, liebe Zuschauer, ich habe hier einen Schlitz. Und in diesen Schlitz kann ich eine handelsübliche SD-Speicherkarte reintun, weil ich kann auf eine SD-Speicherkarte ja nicht nur Fotos drauf machen, sondern ich kann natürlich auch Musik draufziehen, weil eine SD-Karte ist ja ein ganz handelsübliches Speichermedium, ein digitales. Das heißt, ich lege einfach hier meine SD-Karte ein, auf der ich die Musik habe und habe dann hier auf der Seite meinen Play- und Pause-Knopf und meinen Lautstärke-Knopf, das ist diese kleine Wippe hier. Das bedeutet also, ich kann auch von Speichermedien hier auf diesem Gerät Musik abspielen. Also das bedeutet hier dieses Knöpfchen Play und Stopp. Hier haben wir einmal, um das Lied weiterzustellen oder um wieder zurückzugehen. Korrekt? Genau. Genau, und hier haben wir diesen Slot für die SD-Karte, den haben wir jetzt hier bei dem anderen Gerät, was ich in der Hand halte, haben wir die SD-Karte schon drin. Genau, da haben wir eine eingebaut. Da ist sie drin. Genau. Die beiden kämpfen jetzt. Ja, nein, ich habe keine SD-Karte. Doch, ich habe eine. Okay. Nein, so kämpfen wir nicht, aber ich wollte es einfach mal zeigen, dass man sieht, wie es ausschaut. Also, was ich natürlich auch noch brauche, und da drehe ich das ganze Gerät nochmal um, es geht ja noch ein bisschen weiter in unserer Ausstattung, wenn wir dann mal hier, wo mein Finger jetzt wackelt, noch mal ein bisschen näher drauf gehen, dann sehen Sie, dann haben wir zum Beispiel hier noch mal, und das macht jetzt eben das kleine Gerät so vielfältig, wir haben einen 3,5 Klinke Line-In. Das bedeutet eigentlich, gerade eben wie bei unserer kleinen Soundtalk, haben wir auch die Möglichkeit, jedes handelsübliche Handy mit einem 3,5er Klinke-Kabel zu verbinden. Jetzt geht es aber noch weiter, weil hier, liebe Zuschauer, haben wir nämlich noch einen USB-Port. Das heißt, Sie können diesen kleinen Lautsprecher auch jederzeit an Ihren Laptop anschließen mit einem USB-Kabel und eben diesen kleinen Lautsprecher flexibel als Laptop-Lautsprecher auch benutzen. Das heißt, ich bin absolut flexibel in der Nutzung, kann mehrere Medien anschließen, SD-Karte, USB, Klinke. Und hier kommt sozusagen eben noch unser kleines Netzteil. Oder wenn wir das gute Stück aufladen wollen, dann haben wir dementsprechend hier noch ein Mini-USB. Das heißt, wenn ich das laden will, das Gerät, packe ich das an den PC dran oder an ein handelsübliches Adaptergerät und kann den da wieder mit aufladen. Und dann hier oben haben wir noch unseren Lautstärkeregler. Jana, und du hast ja, glaube ich, Musik auf deiner SD-Karte drauf, ja, oder? Ja, genau, richtig. Das machen wir jetzt mal an. Dann machen wir das doch mal an. Sehr schön, genau. Und zeigen auch da mal, dann werden wir nämlich mal wechseln, dann gebe ich dir die mal rüber. So, ich gebe dir das mal in die Hand. So, bitte. Und jetzt ist es eigentlich ganz einfach, liebe Zuschauer. Ich drehe die jetzt mal auf laut und mach mal Musik. Und Sie hören schon, jetzt wollte ich gerade sagen, Sie sehen schon, Sie hören schon, da kommt eine ganze Menge raus für die Größe. Das ist sehr bassbetont, klangfreudig, wie man so schön sagt, und ist eigentlich ein ganz schickes Gerät, weil ich eben so vielfältig in der Anwendung bin. Es ist klein, es ist leicht, Sie haben ja gesehen, ich habe es aus der Brusttasche geholt und insofern habe ich hier auch richtig guten Sound. Ich finde das fantastisch, dass du das einfach so aus deiner Brusttasche aus dem Jackett rausholst, weil das ist ja wirklich sehr, sehr schmal und sehr lang.
Und das holt es einfach mal so eben raus. Es ist auch sehr, sehr leicht. Absolut, also kann man überall mit hinnehmen, wenn Sie es natürlich richtig schön aufgeladen haben vorher. Wie du es eben gerade so schön an den Öffnungen erklärt hast, wo man aufladen kann. Also, ich finde es deswegen einfach super, weil ich so viele unterschiedliche Kombinationsmöglichkeiten mit dem Anschluss habe. Das heißt, ich habe USB, ich habe eine SD-Speicherkarte, ich habe einen 3,5er Klinkanschluss. Das heißt, mir kann eigentlich gar nichts passieren, sondern dieses Gerät bringt mir aus den Geräten, die ich dabei habe, eigentlich immer Musik raus. Und das ist das Tolle. Also du, ich weiß nicht, ob du das auch schon mal gehört hast oder gelesen hast, Musik nutzt man ja auch zur Therapie, gerade um auch die Stimmung umzuschwenken. Vielleicht, wenn mal so nicht so eine gute harmonische Stimmung irgendwo herrscht, dann wird dementsprechend die Musik angepasst und schwuppdiwupp sind alle richtig happy und glücklich. Ja. Oder wenn man natürlich ein bisschen traurig ist, kann ja auch mal sein, ne? Dann kann man auch so eine Schnulz Musik hören und schwuppdiwupp ändert sich das Ganze. Das heißt, egal wie Sie sich gerade fühlen, was für eine Laune Sie haben, Sie stellen die Musik an und schwuppdiwupp geht es Ihnen viel, viel besser und Sie können auch einfach das Ganze genießen. Was natürlich jetzt noch hinzukommt bei dem Gerät ist, liebe Zuschauer, Sie haben natürlich auch eine ganze Zeit lang Musikgenuss, weil wir haben hier, dadurch, dass wir einen sehr starken Lithium-Ionen-Akku drin haben, haben Sie bis zu 4 Stunden Musikleistung, wenn ich das aufgeladen habe. 4 Stunden für so ein kleines Gerät ist schon eine ganze Menge. Das ist echt eine gute Leistung, 4 Stunden. Vor allen Dingen 4 Stunden Musik hören, das schaffe ich auch locker. Ich höre gerne Musik, eigentlich den ganzen Tag. Es gibt nichts Schöneres. Genau das gleiche wie davor, portabel, noch einfacher zu verstauen, noch einfacher in die Westentasche zu kriegen, wie er es gerade bei mir gesehen hat. Passt auch in jedes Handschuhfach, das heißt, ich habe immer Musik mit dabei. Ja, und es ist auch noch schön klein, kompakt, also ideal. Ein super Klang, ganz toller Sound. Also, ich habe mich schon verliebt. Ich finde beide gut. Aber das ist echt toll, weil man noch diesen SD-Slot hat, ne? Das finde ich ganz gut. Also wie gesagt, es kann kein aktuelles digitales Medium nicht abgespielt werden, weil ich eben alle Möglichkeiten wirklich mit dem Gerät abdecke. Und ich finde es eben auch noch ganz schick. Wir haben ja noch den beleuchteten An-Aus-Knopf und eben unsere edle Hochglanzoptik. Das ist auch wirklich ein Hingucker, das kleine Ding. Ja, das richtig leuchtet schick. Auch wieder schön blau. Ja. Hast du noch mal ein anderes Liedchen für uns da drauf? Kann ich gerne mal gucken. Genau. Upsala, jetzt wird es mal was Neues. Übrigens auch sehr robust, liebe Zuschauer. Ja, sehr robust. Wiegt auch nur ein paar Gramm, also ist wirklich nicht schwer. 260 Gramm sind es, das ist nicht wirklich viel. Nee. Insofern ist es wirklich leicht und portabel. Das passt total zum Beispiel leicht auch in jede Tasche, die ich mit an Badeweiher nehme. Ja. Und Einsatzbereiche, genau das gleiche, was Ihnen einfällt, wie bei unserer Docking Station davor auch. Noch ein bisschen flexibler, weil ich eben mehr Anschlussmöglichkeiten habe und eben auch laut. Ja, ordentlich laut. Also ich höre dich kaum noch. Ja, sehr schön. Jetzt haben wir wieder was Schnulziges. Jetzt kommt was Softes, liebe Zuschauer. Romantisch. Was fürs Herz. Oh. Ist das nicht schön? Ja. Das jetzt so auf einer Parkbank oder im Park, kleines Picknick abends. Oh. Sitzen gemütlich, bei Kerzen leuchten. Ja. Gläschen Prosecco. Oh. Ist das nicht schön? Super. Und immer schön Musik mit dabei. Romantisch. Und wenn der Schatz dann sagt, ach Mist, ich habe mein Handy vergessen, aber ich habe ein Micro-SD dabei, da können Sie sagen, überhaupt kein Thema, spielt das auch ab. Ist das nicht schön? Ja, also Musik gibt es immer in jeder Lage, in jeder Situation das Beste. Also deswegen schreiben Sie sich die Bestellnummer auf und machen sich ein bisschen mehr Musik ins Leben. Bringen Sie einfach mehr Freude rein, Glück und Sie werden merken, wie Ihnen alles viel leichter von der Hand geht. Viel Spaß. Bestellen Sie jetzt zum besonders günstigen Pearl TV-Preis. Einfach unter 0180 51 51 3x die 2 oder auf www.pearl.tv. Und denken Sie dran, egal wie oft Sie an einem Tag bestellen, bei Pearl TV bezahlen Sie nur einmal Versandkosten.